So, erstmal. Neue Gebäude zum Bau bereit. Jetzt muss man erstmal mal darauf achten, ob jetzt irgendwas sich rapide verschlechtert. Dann wüsste man nämlich, dass es zu wenig sind. Da können wir die Produktion einfach wieder anwerfen. Wenn das stimmt, was die vom Wahrheitsministerium sagen, dann gibt's bald mehr Stundenlohn. Da arbeitet man doch gern. Oh, das ist ja schon der zweite. Oh. Ich glaube, ich setze jetzt einfach mal... Aber das ist mein Hochgeschwindigkeitsboot. Wie viel waren das? 40%, also... ja. Komm, ich brauche mehr Ingenieure. Dann... Super Verdienst, interessanter Job. Mein Leben ist perfekt. Natürlich ist jetzt die Frage, geht jetzt was drastisch runter, wo ich entgegensteuern muss? Ja, anscheinend die Burgerproduktion. Sollen wir deine Kähne? Ja, diese Doppeltproduktion ist immer, also dieses Doppeltumladen. Ja, es ist blöd. Die großen Frachtschiffe kommen, also die kleinen... Ja, heißt eigentlich, ich brauche zwei neue Fabriken. Wo ich von allem zu wenig habe. Dann holen wir gerade noch. Von dem noch ein bisschen da. Dem noch ein bisschen, wo das viel zu wenig ist. Oh, da haben wir noch genügend von dem Baumaterial eigentlich. Was habe ich? Oh, die Initiative. Dann müssen wir schon mal, was können wir denn machen? Energieverbrauch ist eigentlich nicht unser Problem. So. So, jetzt können wir mal wieder die Produktion anwerfen. Mit dem Nachschub. Ja. Na. Dann hier, hier und hier. Und hier. Ich hoffe, das kurbelt wieder an. Oh, die Produktion scheint daher auch nicht mehr groß genug zu sein. Wo ist denn der Kontor? Oder was ist? Wie heißt es doch? Ne, Warendepot. So. Wohl, wir könnten jetzt anfangen. Wir hatten es ja schon angefangen.
Ja. Die Atomkraft. Glaube ich, gibt es ja doch gar nicht. Uran. Doch, Uran gibt es sogar. Aber Atomkraft will ich jetzt eigentlich noch nicht haben. Und notfalls hätte ich dann auch schon eine Idee für die Insel, was die machen könnte. Atomkraft. Die sicherste Art. Jetzt sollte aber lieber mal ein bisschen wegbleiben. Wir bleiben mal ein bisschen auf Abstand, aber noch einmal, dass er meine Transporte angreift, lasse ich nicht zu. Durch unsere schon große. So. Na, warte, warte, warte. So. Ah, jetzt kommt es genau auf uns zu. Waffe raus. Ich finde es immer so geil, wenn die immer treffen, egal wo das feindliche. Welche Ladung hast du da an Bord? Wie viel wird sie wohl wert sein? Da muss ich doch nur kurz mal warten. Ja, theoretisch. Aber ich schieße einfach mal schnell. Ich schieße einfach mal schnell zu Klump. Dann kann er mir gar nichts mehr sagen. Oh, jetzt noch so eine. Ja, Spannung kann man es nicht nennen, aber trotzdem. Oder nervige Getue eher. Er bekommt mich nicht. Enterversuch eines Gegners erfolgreich abgewehrt. So. Immer nur diese Sachen. Aber das kann ich mir zurzeit nicht leisten. Diese Ölförderanlage. Wie viel Tonnen hat Öl gibt's ja eigentlich noch? Okay, es sollte einiger Zeit reichen. Wo ist denn das Reparaturdock? Obwohl, da könnte ich doch gerade noch so ein. Möchte ich eigentlich am liebsten auch noch mal probieren, so eine kleine. So. So. Dann. Hier so den Eingang. Dann kann ich da noch zwei Waffentürme hinbauen. Den einen hier und den anderen hier. Ja, dann passt das auch. Und für da könnte ich mir auch noch überlegen, so ein paar hier das ganze Eck voll mit. Ja. Und das war's jetzt auch schon von dieser Session. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ist zwar nicht viel passiert. Ich wollte zwar noch ein großes Schlachtschiff anfangen zu produzieren.
Oder ein Kolossus. Ja, ich habe es seit langem nicht mehr gespielt, aber... Ja, es steigt aber zu langsam. Ich verabschiede mich für dieses Mal. Bis dann. Tschüss.